Willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir endlich wieder Katzen. Katzen! Jede Menge Katzen! So, dann kann ich doch hier euch theoretisch hier sagen. Hier, holt ihr mal einen Fisch? Du, das Fisch. Und dann noch mehr Katzen. Ja, was macht ihr da? Nee, im Ernst, was versucht ihr da? Steh mal da auf hier. Bist du jetzt die Katzenkiste oder was? Ach da! Oh! Du bist eine Kistengeburt. Das macht die Sache nicht unbedingt viel besser. Warum will die Katze schon wieder darauf? Katze? Na gut. Wollen wir die Katze mal nicht, ne? Und so? Ist da eine Babykatze drauf? Es gibt's doch nicht. Ich kann jetzt aber nicht mehr hier rechts anklicken, hier von wegen, hey Mensch, steh mal da auf. Ist nicht. Und die Katze hier ist ganz verwirrt und buddelt sich hier ein Loch oder was? Katze, komm, geh da weg. Geh da weg. Oh, es ist so süß. Es ist so knuffig. Mit diesen Katzen hier kann ich mich irgendwie auch den ganzen Tag beschäftigen hier. Schlimm. So, jetzt aber zum Eigentlichen. Was wollen wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Komme ich hier eigentlich an die Kiste jetzt ran? Nein, ihr blockiert die Kisten. Ist es denn wahr? Generell komme ich gerade nicht an die Kisten ran. An die komme ich ran? Das ist jetzt ein bisschen uncool. Okay, da ist nichts weiter drin. Okay, da ist auch nichts, was ich brauche. Ich brauche... Wo habe ich es denn hier? Ich wollte doch hier schon mal so ein bisschen wieder rumhantieren und sowas. Na, damit man dann hier so ein bisschen Friede vor der Eierkuchen hat und sowas. Aber es wird auch eh schon wieder dunkel. Aber wir haben Katzen. Katzen! Ich habe keinen Fisch mehr. Setz dich mal hin hier. So, ich glaube, ich gehe erstmal pennen. Bevor ich irgendwas anderes mache, gehe ich erstmal pennen. Und ich kann nur nachts schlafen. Ja. So, jetzt aber. Immer, dass ich hier das W tippe, ist immer wieder toll. Ja, das mache ich immer gerne. Nein, eigentlich ist mir ziemlich egal. Aber nun gut. Jetzt geht es wieder ans Abgezähle. Ich habe in den Kommentaren gelesen, es sind tatsächlich 113. Aha. Und deswegen... Hier, das war glaube ich 7er Breite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Da oben hier nochmal so ein Fliegemeteor. Ist aber im Moment immer noch der einzige. 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, ich bräuchte 102. Damit ich hier dann das vernünftig habe. Ich kann mir das hier ein bisschen einfacher machen. Haben wir hier das hin. Und hier runter bis auf die 50. So. Da haben wir 102 hier irgendwie in der Leiste. Dann kann ich hier das schon mal so ein bisschen abdingsen. So zumindest theoretisch. Praktisch abwarten. Halt nur, damit man auch schon mal so ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie groß das alles dann tatsächlich wird. Weißt du? Ich finde das immer ein bisschen wichtig. Auch nur so ein bisschen. So, warte, 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 warte. So. Was siehst du? Habe ich hier sogar einen zu wenig gebaut, oder? Oder habe ich mich verzählt? Jetzt geht das schon wieder los. Also, wahrscheinlich habe ich mich einfach nur verzählt beim Freiräumen des Geländes. Gehe ich mal ganz stark von aus. Wir haben jetzt 64 Erde dabei. Ja? Hier 64 Erde werde ich jetzt einmal dazu verwenden, hier Tod und Verderben anzurichten, glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Haben wir nicht noch irgendwo Erde? Da haben wir noch Erde. 104. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Läuft das super. So, und dann stecken wir das jetzt hier nochmal mit Erde ab. Einfach nur, weil ich es kann. Weißt du, um ganz sicher zu gehen. Nicht, dass ich mich hier beim Abzählen der Steine vorhin hier verzählt habe. Muss ja auch nicht sein. So. Nicht, dass ich jetzt da irgendwie mehr setze, als ich eigentlich müsste. Und es nachher wieder unsymmetrisch wird. Scheiß Symmetrie, sage ich euch. Scheiß Symmetrie. So, bitte warten. Das war der eine Stack. Bitte warten, bitte warten, bitte warten, bitte warten. Ist halt nur so eine Kontrolllinie, weißt du?
ist es tatsächlich ein zu kurz. Plupp. Ja? Also müssen wir hier nochmal eben schnell hier so ein bisschen durch. Nur ein bisschen hier. Hier wird sowieso dann noch weitergewerkelt bei Gelegenheit. Weil wegen, wisst ihr schon? Weil wegen Schönheit und Gedöns. Schönheitsarbeiten. Operation in der Welt. Was machst du da eigentlich hier? So, setz dich mal da hin. Ne, ich meine, ist ja nett, dass du hierher kommst und sowas, ne? Futter haben willst, aber jetzt setz dich erstmal hin. Halt mal einen Ball flach, weißt du? So, das heißt, wir haben das jetzt hier soweit abgesteckt auf der Richtung. Können wir da theoretisch schon mal den Turm setzen oder sowas, oder zumindest den Umriss des Turms. Aber alles mit der Zeit. Ja, kommt Zeit, kommt Rad, kommt dies und das und jenes, kommt halt gleich. Und ja, dann wird das hier eine Baustelle, die wahrscheinlich niemals ein Ende finden wird. Niemals. Was? Niemals? Niemals. Warum ist mein Inventar schon wieder voll? Also einer Stick hier, kann mal weg. Ich brauche jetzt nicht einen einzelnen Stick, den kann ich mir zur Not wieder neu craften. Ich weiß, ich habe neulich erst eine Kiste gebaut mit 100.000 Sticks drin, aber naja, ihr wisst schon, das Übliche. So, dann gib mal die Erde her. Erde. So, wir haben natürlich auch einen Samen, der ist noch unsinniger als der Stick. Na, man muss da Pioretten setzen. Das heißt Prioritäten. Ja, aber Pioretten ist ein Insider. Ja. So. Dann wollen wir mal das hier bis ans Ende ziehen. Dann setzen wir da schon mal so den groben Umriss des Turms hin. Und dann gehen wir rüber auf die andere Seite, machen das dort auch und verbinden das alles miteinander und freuen uns dann einen Keks, dass wir das dann schon mal so weit geschafft haben. Yeah! So. Das geht da. 1, 2, ne? Ja, macht Sinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Komm hier von ein paar weg. Dann gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Hier kommen eine Türen. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. So, das ist das. Dann kommt hier dann irgendwann eine Tür hin. Und ich hoffe, dass ich die Katze nicht auf Dauer einmauern werde. Das muss ja nicht sein. Das muss ja wirklich nicht sein. Glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. So, und dann haben wir es dann irgendwann schon so weit abgesteckt, dass wir sagen können, hey, wir haben zu viel geterraformt oder sowas. Na, aber mal gucken. Eigentlich, ne, da in der Richtung müssen wir irgendwie hin. Da, wo wir uns den Erdstab gebaut haben, des Todes. Und dann, ja, ne. Ich könnte jetzt auch tatsächlich mal irgendwie mal das Biom hier tatsächlich verändern. Über Einstellungsmöglichkeiten und sowas. War es tatsächlich bis hierhin? Ja, wenn ich verbaue hier bestimmt. Ja, doch, hier ist dann das Außengelände vom Turm. Das hat hier die Linie, genau, okay. Das heißt, bis hierhin. 3, 4, 5. 6, 7. Das müsste jetzt auf einer Linie sein mit der Ecke. Eigentlich. Ne? Aber gut, das schauen wir gleich. Erstmal können hier wieder ein paar weg. So, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. So, ich habe mal perfekt heute. Ist ja wirklich schlimm. Ist ja abartig. So, wenn wir jetzt hier lang gehen, dann müssten wir eigentlich da genau auftreffen auf der anderen Ecke. Eigentlich. Ihr wisst, wie das ist mit dem eigentlich. Eigentlich gibt es das Wort eigentlich gar nicht. Ja, komm. So.
So, und dann haben wir die quadratischste Burg, die wir irgendwie errichten können. Zumindest die Burgmauern. Da drin kommen dann halt natürlich hier mehrere kleine Gebäude hin und, und. Ne, aber halt so langsam nimmt hier alles Form und Farbe an, finde ich. Ist dann langsam mehr als nur eine Tormauer da. Ne? Es wird langsam mehr. Man sieht schon so ganz grob, wohin das alles irgendwann führen könnte. Theoretisch. Praktisch ist das noch ein weiter Weg. Ein sehr weiter. Aber wir haben ja Zeit. Ne? Wenn wir irgendwas haben, dann ist es Zeit. Zumindest bis zu einem gewissen Maß, ne? Oh, habe ich noch liegen lassen, das geht ja gar nicht. So. Ich muss auch schon wieder was essen, ist ja furchtbar. Ah. Da haben wir heute eigentlich nur die Folge damit verbracht, hier die Mauern zu stecken. Das ist ja schon wieder unglaublich. Aber das haben wir dann soweit dann erstmal erledigt. Alles, was dann kommt, ist dann halt Mauern hochziehen. Ne, ähnlich wie ein Schnupfen, weißt du, einfach mal hochziehen. Und ja, das wird super, das wird toll, das wird viel Arbeit. Wenn man bedenkt, wie viel Arbeit wir allein schon gebraucht haben, um dieses Stück Mauer zu erstellen. Na gut, jetzt wissen wir, wie wir es machen wollen, außer halt hier möchte ich ja tatsächlich hier irgendwo nochmal so ein, zwei Türmchen hier tatsächlich drin haben. Halt im symmetrischen Abstand und. Das heißt, ich müsste dann halt berechnen, wo ich das genau haben will. Und ja. Also ich hätte halt nach wie vor gerne, dass jedes Mauerseitenteil hier irgendwie vier Türme hat. Jedoch haben dann halt die anderen Türme genauso eine Höhe wie diese Ecktürme hier. Ja, nur halt beim Tor wollte ich hier so einen etwas verringerten Turmhöhe-Gedöns-Dingens haben. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Habe ich dann noch Holz? Ja, ich habe noch Holz, dann kann ich hier auch nochmal eben ein paar Türen craften. Könnte ich schon mal überall dahin, wo sie hin sollen. Was ist das? Achso, das ist ein Kugelfisch. Ich habe mich gerade gewundert, das ist... Wo habe ich denn das bekommen? Habe ich das geangelt? Habe ich das geangelt? Sag mal, habe ich das geangelt? Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6 Türen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Easy. So, und dann brauche ich jetzt natürlich wieder... Oh, es wird dunkel. Eier, wir brauchen keine Eier jetzt. Oh, nee, falsch. Wir brauchen Eier, mehr Eier. So. Einmal kurz pennen gehen. Nicht, dass hier die Kreatur der Nacht hier noch über mich herfallen und sich dann Keks freuen. Ja, ne? Dann setzen wir schon mal die Türen, die dann hier sowieso auf den Boden kommen. Dann könnte man theoretisch die Erdinnenritze da rausholen und dann Boden verlegen. Hier so Eichenholz, aber dafür haben wir eh nicht genug Eichenholz dabei. Apropos Eichenholz. Das sollte ich vielleicht verlegen, bevor ich die Türen draufsetze. Und darf ich die Türen dann nochmal verlegen? Das ist wieder, ne? Ich laufe schon wieder von A nach B, mache wieder 100.000 Dinger. Ne? So wie man es eigentlich gewohnt ist von mir. Yay. So, hier kann ich mal eben schnell hier die Fäden ablegen und meinetwegen hier auch das verzauberte Boot. Das brauche ich jetzt auch nicht sofort. Und Eichenholz. Eichenholz? 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 Hast du vorhin noch gesehen? Hier, da. Siehst du? Haben wir doch. So. Die Angel brauchte ich jetzt eigentlich auch erstmal nicht weiter, aber abwarten. Man weiß nie. Nachher brauchst du eine Angel und du ärgerst dich, dass du keine hast. Ne, wie irgendwelche Minecraft-PvP-Spieler, ne, wo Angel mit das beste Werkzeug von allen ist. Ich weiß bis heute nicht so ganz warum, aber es liegt halt auch daran, dass ich kein Minecraft-PvP-Spieler bin. Aber aus irgendeinem Grund benutze ich dauernd die Angel. Ne? Ist jetzt nichts, was ihr mir unbedingt erklären müsst. Es ist halt... Ja, es ist da. Ne? So genau wissen will ich es eigentlich nicht. Ich finde es einfach nur so... So, keine Ahnung. Wie kommt man auf die Idee, dass die Angel halt irgendeinen Vorteil hat? Na gut, welchen Vorteil es halt hat, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass der Gegner ein Stückchen zurückgestoßen wird oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ne? Aber naja, was willst du machen? Ist halt so. So. Die Erdlinie hier können wir gleich auch nochmal wegmachen. Da
da haben wir das dann schon mal. Was ich sage, mir so viel zu viele Türen gemacht. Ich dachte eigentlich, das wäre... Aber nö. Ja gut, dann ist mir das jetzt auch Latte. Fazit ist, wir haben zu viele Türen. Früher oder später kann ich die Türen sowieso gebrauchen. Und, ne, wenn ich dann halt hier die obere Etage mache, da geht's ja dann auch nochmal überall entlang und, ne, es soll ja nicht langweilig werden. Wobei, die Mauern zu erstellen könnte natürlich ein bisschen langweilig werden, aber na gut. So ist das halt. Immer noch besser, als würde ich die ganze Zeit im Let's Play die ganze Zeit einfach nur rumschreien, wie manche andere, in Anführungszeichen, Let's Player, das immer den ganzen Tag fabrizieren. Aber, nun gut, man will ja nicht meckern, ne, deswegen gehen wir jetzt wieder in eine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen, du setz dich mal hin und bis dann. Tschüss!